Glenn, deine Wurzeln liegen in Kamerun. Kameruner sind fußballbegeistert und haben einige Talente hervorgebracht. Wann hast du dort mit dem Fußballspielen angefangen? Also, soweit ich mich erinnern kann, habe ich da schon angefangen, Fußball zu spielen, als ich 9 Jahre alt circa war. Bei mir im Garten in Kamerun und richtig im Verein habe ich so mit 12, 13. Und zwar auch nicht lange, also nur 1 Jahr dort im Verein gespielt und dann bin ich ja nach Deutschland gekommen. Du sagst es gerade, du bist mit 14 Jahren, deine Mutter und du sind dann nach Deutschland gekommen. War für dich damals klar, dass du auch in Deutschland Fußball spielen würdest? Welcher Verein war damals deine erste Station? Also Fußball, ohne Fußball kann ich ja nicht leben, so gesehen. Und es war auch klar, dass ich hier irgendwie die Sprache erstmal lernen muss und dann irgendwie mich orientieren muss, wo ich Fußball spielen kann. Und da ist eine Klassenkameradin, hat mir dann damals erzählt, dass ich neu hier war, dass ihr Vater ein Coach ist bei BSV Heeren. Und dort habe ich dann im C-Jung, glaube ich, angefangen zu spielen und von dort aus dann weiter. In welchen Vereinen hast du bisher gespielt? In welcher Liga haben diese gespielt? Und was war dein größter Erfolg bisher? Also bisher habe ich in vielen Vereinen gespielt, sage ich mal. Von BSV Heeren aus bin ich dann nach Preußen Lünen gegangen, von dort aus nach Lüner SV und es war immer so mindestens Landesliga, Oberliga und mein größter Erfolg war mit dem WSV. Dort habe ich in der dritten Liga gespielt, eine Saison lang, beziehungsweise die Hinrunde habe ich dort dann oben mitgespielt und mein größter Erfolg war, als ich das erste Spiel gemacht habe gegen Aue, glaube ich, war das damals. Ja. Vor 13.000 und das hat richtig Spaß gemacht. Genau, also WSV, das war der Wuppertaler Sportverein, bloß mal kurz gesagt. Stimmt, 13.000 Zuschauer, das war auch bislang deine größte Zuschauerkulisse in deiner Karriere gewesen. Was ist dein Ziel mit dem TSV in der kommenden Saison? Also ich bin grundsätzlich hier hingekommen, um aufzusteigen. Das ist mein Ziel, weil ich sehe das als Sportler, ich will immer den höchsten Erfolg, den man in einer Saison erreichen kann und das ist für mich klipp und klar der Aufstieg. Und wie ich das sehe hier, alles spricht, sage ich mal, dafür, dass wenn wir unsere Leistung bis jetzt weiterhin abrufen, da haben wir sehr gute Chancen, das auch zu realisieren. Also ich denke, das war eine klare Ansage. Danke, Glenn, für das Interview. Gerne.